Leute und herzlich willkommen zurück bei Sonic Generations. Diesmal machen wir die Challenge mit der Hand. Endlos-Turbo, gib nach Herzenslust Gas, quasi rechtzeitig zum Ziel, um die Endlos-Turbo-Fähigkeit zu halten. Damit schalten wir neue Updates frei mit diesen Herausforderungen. Wer hätte es gedacht? Endlos-Turbo! Okay, ich darf also kein einziges Mal. Okay, Ringe sammeln bringt nichts. Er hat wirklich nicht gelogen, wie er gesagt hat. Nimmst du einmal Schaden, bist du weg. Ich dachte, der verarscht mich. Ach, Orochan, das ist fies. So schnell kann man noch gar nicht gucken, oder? Ey! Slide, boost, jump, slide. Ich will da was zum Auswendig lernen, ich seh schon. Boink! Ah, das ist ein Schwapper von, okay. Wo ist der Level? Ich seh nichts. Tunnelblick. Ach, das ist nur so eine kurze Passage. Das war ja einfach. S-Rang. Ne. Ich habe eine Fähigkeit für dich. Orochan, ich komme. Bedeutet das, ich habe jetzt auch im Level unendlich lang Boost? Wow, so schnell war noch keiner zu Hause. Fähigkeiten-Shop. Endlos-Turbo, Tatsache. Benötigst jetzt 70 Fähigkeitspunkte. Wie ich das in mein Set rein? Ach, ich hatte gar nichts drinnen. Powerstampfer. Nee, Endlos-Turbo ist irgendwie cooler. Ach, ich hab vorher nicht bestätigt. Lol. So, noch eine Herausforderung, dann können wir endlich zum Boss. Mal sehen, das wieder. Kann ich das nicht irgendwo sehen, wie viel Zeug ich dabei habe? Wo muss ich jetzt noch was machen? Ach, hier wahrscheinlich sogar. Mache ich dieses hier noch. Ab geht die Rakete! Das orangefarbene Biss verwandelt sich in eine Rakete, ja, da hätte es rechtzeitig. Ja, das kennen wir schon aus dem Level. Die Musik ist so dermaßen toll in dem Spiel. Aber das wisst ihr ja. Boink! Rockets! Haha, falsch eingesetzt. Ich dachte, das war da, wo das Ausrufezeichen ist. Wenn ich die täuschen kann. Au. Moment, ich will noch einen Ring. Oder zwei, oder drei. Nee, war leider nur einer. Mir fällt gerade auf, ich mache den größten Teil der Herausforderung mit dem 3D-Sonic, anstatt mit dem Classic-Sonic. Warum nur? Was ist das für eine grausame Welt? Da, da oben war das Biss. Gib mir das Biss. Ich muss es haben, ich brauche es! Ach, meine Güte, geht's hier hin. Ah, da ist eine Bombe drauf! Ich habe nicht mehr viel Zeit, noch ein paar Sekunden. Komm, brich durch! Komm, es geht schon! Der S-Rang ist zum Greifen nah. Damit zumindest. Wohin bitte? Geht's da hoch? Oh, da sieht man doch. Nee, da geht's gar nicht.
So geht's hier hoch. Okay, hier komme ich schon gar nicht weiter. Hä? Ich sehe den Weg halt nicht. In der Mitte vielleicht? Da rechts drüben, ja, das ist mir klar, aber... Hä? Ich sehe den Weg nicht. Ach, da ist ein Schalter. Ja, das muss mir natürlich jemand sagen, was da ein Schalter ist. Judge Streaming ein bisschen schwer. Ah, da bewegt sich auch die Plattform. Lass mich raten, da kommen Raketen raus. Natürlich kommen da Raketen raus. Ja, so kann man natürlich hoffen, jetzt... Au, nicht ins Gesicht. Hoffen, dass sie Zeit verschwenden bei dem Spiel. Ah, einen Schalter habe ich diesmal erwischt. Was? Ich bin am Ziel vorbei. Verarsch mich, oder? Ich kann am Ziel vorbeifliegen. Wie geht denn das? Oh, 3,26. Oh, das war lang. Oh, oh, oh. Aber jedenfalls... Ne, geh vorbei, Sonic. Danke. Kann ich jetzt den Schlüssel bergen? Planet Wiss sieht auch toll aus, oder? Friedlicher Wald im Hintergrund. Kreissägen. Uah. So, den Wald auf jeden Fall. Den Emerald. Der letzte Emerald. Bin ich gespannt, was wir jetzt bekämpfen. Das Boss-Tor ist jetzt offen. Geh hinein und kämpfe gegen das Unbekannte. Ja, das Schild warnt dich vor Abgründen. Das weiß ich. Robotnik. Laser. Robotnik. War klar. Was ist das für eine Maschine? Warum bist du jetzt wieder frei auf einmal? Was ist das? Wow, das ist so cool. Egg Dragoon. Du sagst gar nichts, Eggman, was ist los? Ja, ich mit Turbo. Ich hab doch nicht schon wieder. Warum habe ich jetzt keinen menschlichen Körper? Soll es noch irgendwelche Wünsche, Oro-chan? Hä? Soll ich dir noch einen Kuchen backen? Au. Au! Der ist, boah, der ist fies, der ist richtig hart. Oh, wow. Ah, okay. Ach komm, da war ich doch draußen, oder? Die deutsche Dr. Robotnik-Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor. Die kenne ich woher, aber ich komme nicht drauf. Gefriere! Ich friere doch selbst. Und auf den Kopf! Jawohl! Boah, das sah aus wie ein Loch. Puh, ist das gemein. Nein, es ist noch kein Zeit für einen Tempowechsel. Nee, ich stehe nicht so auf Feuer und Flamme. Dr. Eggman, was ist denn los mit dir? Du bist auf einmal so feindselig. Ah, ich springe da mal zu spät.
Tempowechsel. Bam, ins Gesicht. Tja, Eggy, was ist los? Geht's dir nicht so gut? Ja, jetzt habe ich den Pattern raus. Selbe Spielchen nochmal. Ja. Schön, dass Orochan über seine Schwachstellen Bescheid weiß. Arbeitest du mit Dr. Robotnik oder was? Ich spieß dich auf, das ist aber nicht nett. Das ist ein Spiel für Kinder, mein Freund. Da ist das Trampolin. Und vorbei. Aua. Der Hund macht Schaden. Nicht, dass Sonic einen Lebensbalken hätte, aber hey. Mehr Boost. Lieber Doktor, ich bin froh, dass du nicht mein Hausarzt bist. Eppa. Eppa. Los geht's. Das ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man das Pattern heraus hat. Und nicht direkt reinspringt, so wie ich. Das finde ich immer so lustig. Dr. Robotnik waren immer riesige Höllenmaschinen, ja. Mit diesen fliegenden Drachen hier. Aber er kann trotzdem keinen kleinen blauen Igel fangen. Was sagt uns das? Richtig, er hat seinen Abschluss irgendwo gewonnen anscheinend. Komm mal her, ich habe was mit deinem Kopf. Oh, da hinten kommt irgendwas. Oh mein Gott! Boah, den zu stören, das ist total verzögert. Ah, da gibt's Ringe. Oh, ah, jetzt sind wir wieder hier. Das ist ja ein krasser Boss. Nein, du schließt mich nicht auf, Dr. Robotnik. Geh weg. Mag dich nicht. Geh weg. Ah, das wieder. Hep. 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 Und hep. Hep. Und hep. Hep. Ah, es zuckt er wieder weg, der Feigling. Ah, es war viel zu früh. Was ist mir da gleich Ringe wegfrisst, das ist ja der Hammer. Meine guten Ringe. Und drauf aufs Pad! Ja, ein bisschen Rail-Grinding, das ist immer das Tollste an so einem Ding. Ah, jetzt bin ich vorbeigesprungen. Oh. Ich komme dem Kerl nicht mehr nach, ey. Was ist denn da kaputt? Ich bin auf Perma-Boost und komme dem nicht nach. Zuckt er wieder weg. Oh. Glaube ich, darf mich da nicht treffen lassen, sonst bin ich nicht genau genug dran an ihm. Wer immer antäuschen würde mit dem Schuss? Jawoll! Ins Gesicht. Ah, oh, schon wieder das Fallspiel. Was sind denn das für Bosskämpfe? Hätte da die ewig. Das ist der letzte Boss vielleicht? Kann das sein? Da hat er deswegen so ewig. Ah, hoffentlich ist er kaputt. Alles, was übrig bleibt, ist ein Haufen Schrott. Cooler Boss. Mit einem
kleinen Kniff damit dahinter, ja? Also wirklich top. Boom Boom Dragoon Achievement. Okay. Gib mir den Emerald. Diesmal sollte ich dich doch schlagen. Oh, tut mir leid. Habe ich nicht mitgekriegt. Ich schlag dich doch jedes Mal. Nein, wirklich. Wir schlagen diesen Kerl ständig. Als wenn es unser Job wäre. Was macht Edmund überhaupt hier? Hast du nicht gesagt, er wurde von dem großen Ding entführt, wegen dem wir hier sind? Dachte ich auch. Ah, ist das eine von Eggmans Kreationen? Warte mal, zwei Sonic, zwei Tails, zwei Eggmans? Kann das sein? Das würde Sinn machen. Gib mir den Emerald. Kommt jetzt noch eine Welt? Oh mein Gott, was zum Teufel ist das? Du kannst nur in das nächste Gebiet betreten und erforschen. Will ich gar nicht hin, das sieht nicht nett aus. Wenn ich jetzt zu Super Sonic... Du hast einen Chaos Emerald. Treasure Hunter. Ich habe jetzt alle Emeralds, aber was bringt mir das? Diese Zahnräder sind kaputt. Lege einen Chaos Emerald in jedes Zahnrad und ihre Macht kann sie vielleicht reparieren. Sammle alle Chaos Emeralds um die Zahnräder. Zum Reparieren. Ich wollte Super Sonic werden. Der coole, goldene Sonic, da wo du meinst, der hat Hagel in seinen Stacheln. Der ist echt cool. Der läuft nicht, der schwebt. So cool ist der. Ah, das sieht so nach letzten Boss aus. Kann das sein? Das ist ein bisschen groß. Ach, die Dinger drehen sich jetzt. So, da noch ein Emerald. Tick-tack, 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 tick-tack. Ja, dann verteilen wir doch mal Emeralds, oder? Na, dazu muss ich wohl eine Runde fahren, so wie es aussieht. Aber, liebe Leute, wie es weitergeht und wahrscheinlich schon der Schluss vom Spiel, den seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge doch einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich sag dann mal, stay tuned and so long!